Mein Name ist Maria Waldmüller. Meine Aufgabe hier ist die Standortverantwortung DARIF 2 Nord und Süd. Derzeit gibt es ein reines Zwischenverpflegungsangebot. Das heißt, wir bieten Molkereiprodukte an, selbst belegte Sandwiches. Wir haben frische Inseln, wo wir natürlich jetzt in der jetzigen Situation etwas komprimierter auftreten. Wir versuchen aber individuell auf die Wünsche des Kunden einzugehen. Das heißt, auch ein beliebtes Snickers-Riegel findet sich im Angebot weiterhin und auch die Getränke. Fakt ist, es ist für uns alle eine Veränderung, aber auch eine Chance. Es ist komplett neu, diese Situation für uns. Also wir betrachten jeden Tag die Verkäufe neu, auch die Situationen, wie viele DARIF-Mitarbeiter sind am Standort und versuchen dann wirklich situativ darauf einzugehen. Wir möchten einfach präsent sein jetzt für die Mitarbeiter, die hier am Standort arbeiten, auch die Handwerker und ja auch wie im Druck und Versand die Leute, die wirklich in Schichtbetrieben arbeiten. Wir haben derzeit keine Spätschicht, in der unsere Mitarbeiter aus dem Druck und Versand verpflegt werden. Deshalb gibt es kostenlos diese Lunchpakete. Wir machen derzeit 120 Lunchpakete und diese haben einmal Schweinefleisch beinhaltet, einmal vegetarisch und vegan. Wir achten auf Abwechslung, weil die Corona-Krise doch schon länger andauert. Die Lunchpakete werden von einer Mitarbeiterin aus dem Zwischenverkauf um 14.30 Uhr hin im Druck und Versand ausgegeben. Die Lebensmittel kommen aus der Region zum größten Teil. Das heißt, wir beziehen Ware auch über das Knoblauchsland, aber auch den Obstbau Winkler. Das heißt, wir bekommen dann immer über das ganze Jahr saisonale Produkte geliefert und versuchen uns dementsprechend auch an die bestimmten Mengen oder Vorgaben zu halten. Möchten natürlich auch Lieferwege verkürzen. Wir haben auch regionale Metzgereibetriebe, über die wir beziehen, aber auch Bäckereien, also auch das regionale Handwerk wollen wir hier unterstützen. Und dort beziehen wir dann zum Beispiel auch unsere frischen Backwaren.